Hallo, hier seht ihr ein relativ preiswertes Rennrad und zwar ist es das Cultura 300 von Merida. Merida ist der Hersteller, Cultura ist das Leichtrennrad im Programm von Merida und 300 ist die Modellnummer. Je höher die Nummer ist bei Merida, umso besser ausgestattet ist das Rad. Dieses hier ist ein wirklich einfaches, relativ preiswertes Rennrad, was gerade bei Einsteigern ziemlich beliebt sein sollte. Es bietet alles, was man braucht, aber auch ein bisschen Spaß ist damit schon möglich. Fangen wir mal an mit dem Rahmen. Der besteht bei diesem Modell aus Aluminium, hat verschliffene Nähte im Bereich des Sitzrohrs und im Steuerrohrbereich. Die Nähte sind hier nur überlackiert und nicht verschliffen, genauso im Tretlagerbereich. Das Design ist schlicht gehalten, schwarz und silber. Silber ist es hier oben auf dem Oberrohr und die Schrift. Ansonsten tatsächlich überall schwarz, an der Sattelstütze und am Vorbau noch ein bisschen weiß. Also das ist hier tatsächlich weiß. Hier ist es, sieht es mehr aus wie grau. Und zwar unterschiedliche Töne. Aber ja, so schlimm ist das auch nicht. Der Sattel ist auch komplett in Schwarz gehalten. Die Anbauteile, also die Sattelstütze, der Vorbau und der Lenker, bestehen ebenfalls aus Aluminium und stammen aus der Eigenproduktion von Merida. Der Sattel ist der SL Comp von Merida, relativ schmal geschnitten, bietet aber noch ordentlich Polsterung und hier in der Mitte eine nicht sichtbare Aussparung. Also dort ist weniger Material verarbeitet, um den Druck auf den Dammbereich zu mindern. Ob das aber wirklich bei euch funktioniert, muss man leider ausprobieren, gegebenenfalls einfach auswechseln. Die Gabel besteht aus Carbon, im Gegensatz zum Rahmen ist auch ein Vollcarbonschaft, also bis hier oben. Sowohl vorn als auch hinten haben wir eine Steckachse, die wieder mit einem Achterimbus geöffnet wird. Der Imbus ist wieder mitgeliefert in Form dieses kleinen Hebels, den man sowohl vorn als auch hinten montieren kann, wenn man möchte. Lustigerweise ist es so, dass der Anschluss für den Imbus in Fahrtrichtung rechts vorn ist und in Fahrtrichtung links an der Hinterachse, also genau umgedreht. Aber wie ihr seht, kann man den Hebel auch dort lassen oder man steckt ihn in die Trikottasche oder die Satteltasche. Die Schaltung ist von Shimano und zwar ist die Shimano Tiagra fast komplett verbaut. Kurbel, Schaltwerk, Umwerfer, Schaltbremshebel stammen alle aus der Shimano Tiagra-Serie. Als Übersetzung bietet das Rad vorne 50-34 und hinten 12-28. Die Kassette ist eine Shimano HG50, also in etwa der Shimano Tiagra-Gruppe entsprechend, ist aber eine gruppenlose Kassette. Die Kette ist von KMC, hat den Vorteil, dass dort ein Kettenschloss verbaut ist, was man öffnen und schließen kann. Dadurch ist die Montage und Demontage der Kette wirklich einfach. Man braucht trotzdem ein zusätzliches Werkzeug, nämlich so eine Kettenschlosszange, aber man braucht kein Mietwerkzeug, um die Kette zusammenzubekommen. Gerade wenn man unterwegs ist und die Kette aus irgendwelchen Gründen gerissen ist, ist so ein Kettenglied zum Schließen wirklich sehr einfach zu handhaben, weil schließen kann man dieses Kettenglied auch ohne Werkzeug. Wie das geht, haben wir euch schon mal gezeigt. Schaut mal in die Videobeschreibung hinein, dort müsstet ihr das finden. Die Laufräder stammen aus der Merida eigenen Produktion, VP-Narben, Stahlspeichen und Aluminiumfelge. Die Reifen stammen von Maxxis. Es sind einfache Rennfahrreifen, nichts Besonderes, aber sie rollen natürlich auch. Der Pannenschutz ist im Gegensatz zu wesentlich teureren Reifen nicht so prickelnd, aber
Es ist auch nicht so, dass ihr mit diesem Rad nicht auf der Straße fahren könnt, weil jeder kleine Stein den Reifen kaputt macht. So ist es auch nicht. Wenn man ein bisschen aufmerksam fährt und die Glasscherben und großen Gefahren auf der Straße, die sonst den Reifen kaputt machen können, umfährt, dann hält der Reifen auch so lange, bis er ausgewechselt werden muss. Die Breite beträgt 25 mm. Der Rahmen gibt noch ein bisschen mehr her. Ich denke mal 28 mm, vielleicht sogar 30 mm sind möglich. Obwohl bei 30 mm es hier an dieser Stelle und hier unten im Tretlagerbereich recht schwierig wird, die Reifen da noch durchzukriegen. Es könnte dann sein, dass der Reifen unter Belastung, also wenn ihr drauf sitzt, dann doch hier am Rahmen schleift. Die Bremsen stammen ebenfalls aus der Shimano Tiaca-Reihe. Es sind vorn und hinten 160 mm Bremsscheiben verbaut. Hier bei der Tiaca-Reihe sind es einfache Stahlscheiben. Wie wir euch schon mal im Video gezeigt hat, kann man die aber leicht wechseln und das Gewicht etwas verringern und die Optik verschönern, wenn man möchte. Das Rad steht hier in der Rahmengröße S, 50 cm, das bedeutet von hier bis zur Mitte des Tretlagers. Ist also passend für Leute, die etwa so groß sind wie ich. Also circa von 1,67 m bis 1,77 m könnte man sich hier drauf wohlfühlen. Gegebenenfalls muss man dann, je nachdem wie lang die Arme sind und die Beine, noch ein bisschen was ändern am Rad, wenn man es wirklich ganz präzise haben möchte. Aber es schnell erledigt, einfach einen längeren oder kürzeren Vorbau verbauen. Das hatten wir euch auch schon mal gezeigt. Schaut mal in die Videobeschreibung hinein. So, dann schauen wir mal, was das gute Teil wiegt. Die Werksangabe beträgt 9,4 Kilo. Unsere Waage wiegt 100 Gramm mehr, also 9,5 Kilo. Ist der Ausstattung und dem Preis, denke ich, durchaus angemessen. Man kann hier über die Laufräder gut und gerne noch ein Kilo sparen, nur alleine durch das Auswechseln der Laufräder. Das Kultura 300 ist ein klassisches Einsteiger-Rennrad. Es bietet im Jahr 2021 eben die aktuelle Technik mit Scheibenbremsen und 10-Gang-Schaltung. Im Einsteigerbereich ist das vollkommen okay. Die Übersetzung von 50-34 zu 11-28 reicht, denke ich, je nach Fitnesslevel auch für jedes Mittelgebirge innerhalb von Deutschland oder auch für die Voralpen aus. Wenn es richtig in die Alpen geht, könnte es sein, dass hinten der ein oder andere größere Gang fehlt. Das kommt aber wirklich auf das Fitnesslevel an. Manche werden nur den Kopf schütteln und sagen, ja, aber 28 reicht doch für jede Steigung, das mache ich mit links. Und die anderen, die nicht so fit sind, sagen, oh Gott, aber je nachdem, wie das Fitnesslevel ist, kriegt man das hin. Ansonsten kann man mit diesem Rennrad alles machen, was man möchte im Rennradbereich. Man kann damit sogar, wenn es wieder dann möglich sein sollte, kleine RTFs oder Jedermannrennen damit fahren. Es ist natürlich nicht das leichteste Rad, dafür ist es aber eben ein Einsteigerrad. Wenn man Spaß am Rennradfahren mit diesem Rad gefunden hat, wird man irgendwann ein wesentlich besseres, teureres Modell sich zulegen, um noch mehr Spaß zu haben. Dieses Rad hat im Jahr 2021 eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.549 Euro. Bei unserem Partnerrad-Discount könnt ihr es manchmal schon für 1.499 Euro ergattern. Der Preis ist natürlich jetzt zweischneidiges Schwert. Vor zwei Jahren hätte man gesagt, das Rad ist total überteuert mit der Ausstattung. Aber die Zeit hat sich leider nicht zurückgedreht, sondern es hat sich sehr gewandelt. Durch verschiedene Einflüsse sind Fahrräder in den letzten zwei Jahren sehr viel teurer geworden.
Deshalb muss man sagen, der Preis, wie er jetzt hier aufgerufen wird von Merida, ist tatsächlich günstig, obwohl es nicht so klingt. Aber es ist der Fall. Wenn man die Preise ein bisschen vergleicht, kommt man leider zu diesem Schluss. Ihr könnt aber, wenn ihr unseren Gutschein nutzt, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, nochmal ein kleines wenig sparen, und zwar 20 Euro. So, das war's dann. Ich hoffe, dem einen oder anderen gefällt das Rad. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Wir versuchen so schnell wie möglich zu antworten. Weitere Videos von uns gibt es hier drüben. Den Kanal könnt ihr hier abonnieren und hier drüben gibt es die Playlist. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Tschüss, euer Olaf.